Ja, das hatten wir auch noch nicht. Wir befinden uns hier bei der Gebietsverkehrsfacht Freiberg, E.V. Und neben mir hat er sich vorgestellt als der Onkel. Onkel Werner. Onkel Werner, ich sitze hier, sage ich mal ganz salopp, in einem Suff-Simulator. Ja? Das ist eine dolle Geschichte, blau sein, ohne kaufen zu müssen. So ganz stimmt es ja nicht. Was ist das hier für ein Apparat? Das sieht aus wie so ein kleiner Renault Twizy. Ja, das ist ein ganz normaler Renault Twizy. Allerdings haben wir dort halt einen Fahrsimulator mit integriert, also fest eingebaut. Das heißt, fest, man kann ja wieder ausbauen, ist kein Thema, so dass die Besucher der Sachsengrad hier also tatsächlich nüchtern, betrunken Auto fahren können. Wenn ich richtig besoffen bin, also in echt, und dann hier noch den Suff eingestellt kriege, verdoppelt sich das dann oder falle ich dann tot um? Nein, der eigene Alkoholpegel bleibt, plus den wir einstellen, und dann gibt es wahrscheinlich ein Chaos. Also, wir hatten gestern jemand, der hatte dann, wir haben noch ein Messgerät dabei, der hatte 0,56 und ist dann noch mit 1,6 gefahren, also hatte der 2,1 und das war dann schon ein bisschen krass für ihn. Habt ihr das Messgerät heute auch dabei? Selbstverständlich. Renate, du weißt Bescheid, gleich bist du dran. Ich lese hier sozusagen vor mir die Fahrszenerie und ich kann mir ja eine Fahrsituation aussuchen. Ich lese mal kurz vor für Renate: Wetter, Schönwetter, Gefahrensituation, Alkoholsimulation an, zusätzliche Ansprüche, nackte Weiber am Rand und keine Bäume. Wir sind hier ja nicht jugendfrei, also, oder doch jugendfrei, Ja, ne? die Messe ist, glaube ich, P6. P6, ne? Deshalb mussten wir doch die Bäume lassen und mussten die Mädels kurz in die Gebäude reinschicken. Weißt du was? Wir lassen jetzt Renate mal blasen, pusten. Und danach setzen wir uns beide mal hier rein, machen uns zusammen jeweils 1,8 auf den Kessel und dann fahren wir mal um die Kante. Machen wir das? Es geht nur 1,6 und wir können das aber tun, aber beide zusammen in dem Auto geht nicht, das ist nur ein Einsitzer. Das liegt aber nicht an mir. Okay, gebongt. Alles klar, Werner. Mein Lieber, ich danke dir, dass ich drin sitzen durfte und die Sitzheizung funktioniert auch. Renate, wir fahren jetzt. Okay, tschüss.